Ja, quäke nicht. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Green Hell, in unserer Lieblingsgrünhöhle, in der ich mich auch eigentlich nie verlaufe. Das macht mich froh. So, Spaß beiseite. Der Ernst des Lebens. Ich bin nochmal neu losgelatscht. Und zwar wollte ich ja ursprünglich mal hier, habe ich die letzte Folge die ganze Zeit gesucht. Hier muss auch irgendwo der Jeep sein. Und zwar habe ich mich nochmal schlau gemacht. 4417. Ich muss immer dran vorbeigelatscht sein. Ich bin jetzt tatsächlich 4419. Das heißt, ein bisschen nördlich müssten wir das Gerät dann finden. Ich bin jetzt in der Nähe. Und diese Runde kriegen wir es hin. Keine Ahnung, was da los war. Manchmal bist du halt nicht so gut drauf. War schon spät gestern Abend. Hier ist übrigens auch die Straße, ne? Also zumindest das, was man davon so halbwegs erkennen kann. Jede Menge Schweine ist nicht so schlimm. Hauptsache, ich flex nicht wieder der Jaguar weg. Okay, nicht, dass du jetzt hier wieder die Richtung verlierst. Nördlich bitte. Jede Menge Pilze, das Inventar ist schon voll. Hier ist auch wieder die Straße und bis verrückt, wir sind am Jeep. Nicht zu glauben. Mia, ich habe was gefunden. You're not gonna believe what I just found. A city made of gold. What? No, no, it's a Jeep. Well, it's not running anymore, but you know, there's some useful stuff in it. So it's good news, right? I think so. There's one thing that bothers me though. I found something that looks like a listening device connected to the walkie-talkie. Crazy, right? That's not good. Do you think someone might be listening to us? Treibstoff, Leute. Eine eklige Spinne, aber die verzieht sich gerade. Den Bidon hätte ich auch echt gerne und Schmerzmittel nehme ich auch nochmal mit. Und ich bin überladen. It would be nice. Maybe they could help find me and I can finally get out of here. Usually, if someone is eavesdropping, they don't have the best of intentions. I'm starting to think it doesn't even matter. Don't lose hope. You have to come back to me. I know. I know. Don't worry. Wie geil ist das Inventar denn eigentlich? Ich habe einfach unterwegs alles mitgenommen, was ging. Komm, lass mal hier. Zwei Steine nimmst du mal mit. Einen Knochen. Dass du hier mal wieder ein bisschen leichter wirst. So. Ich würde sagen, jetzt gilt's. Nur mal eben auf der Map schauen. Jeep haben wir gefunden. Ist eingezeichnet. Wunderbar. Und jetzt müsste... Ich hätte es eigentlich viel weiter hier vorne erwartet, aber ihr wisst ja, meine Orientierung ist nicht so weit her. Ich habe nochmal nachgeschaut. 4019 ist die Höhle zum Fahrstuhl und zum Aufzug. Das heißt, da wollen wir jetzt auf jeden Fall mal hin. 40 heißt weiter nach Osten. Ich muss jetzt, glaube ich, 20 Mal hier auf die Uhr glotzen. Dann gehen wir hier im Flussbett lang, ne? Wird uns ja bestimmt nichts passieren. Wenn gleich von rechts oder links mal so ein Jaguar hier reinspringt. Ach, guck mal. Schweine, alles klar. Du könntest dir hier auch mal kurz ein Feuer machen. Mal so ein kleines Schweinchen auf den Grill packen.
Müsste rein theoretisch gehen hier unter der Plane, aber Energie ist noch gut. Wir können auch gleich nochmal was essen. Lass mal Richtung checken. Ja, eigentlich Südosten, ne? Wenn wir hier hochlatschen, könnten wir hinkommen. Was ist das denn hier? Gleich die Eingeborenen auf den Sack gehen. Ja, irgendwas. Ich hoffe, es ist nur Donner. Guck mal, hier ist ein Durchgang. Aber nicht unbedingt Höhle, ne? Wo bist du denn jetzt? Na, 40 hast du noch ein Stück vor dir. Gehen wir mal durch. Kokosnuss. Kannst du zumindest mal trinken. Mal Platz mehr im Rucksack. Ja, brauchst du ja nicht, kannst du gleich essen. So. ...40, 19. Hier runter? Die Frage ist, wie genau ist denn jetzt hier die Anzeige? Du hast schon wieder ein Egel. Schon eher hier runter, ne? Guck mal, hier bist du vielleicht schon richtig. Gibt's hier einen Höhleneingang? Ja. Sehr gut, oh. Soll es vielleicht mal den einen oder anderen Egel wegpulen? Ei. Hier hängt der Benzinkanister rum. Der hängt mir jetzt auch so im Weg, dass ich den Egel nicht wegpulen kann. Geht. Okay, los geht's. Pass aber ein bisschen auf, dass dich kein Skorpion hier erwischt. Ist das einer? Nö. Nee. Da ist einer. Wollen wir nichts riskieren, den machen wir gleich mal weg. Ist hier noch einer? Nee. Guck mal, wir haben es geschafft. Wunderbar, es war ja gar nicht so schwer. Komischerweise, ein bisschen konzentrierter an die Sache gehen, dann klappt das auch. Gibt es ja noch einen Nuss für mich? Nee, anscheinend nicht. Mal fall jetzt hier nicht runter, bitte. Alter Schwede, im wirklichen Leben würde ich hier niemals auch nur ein C draufsetzen. Geht nicht. Ah, okay. Schreib mal an, die Möhre. Ist ja gut, dass er noch angesprungen ist. So, got some news. Found an elevator. Had some issues with it. But finally managed to get it running, and now I can check to see where it leads. Jake, slow down. An elevator. I'll let you know as soon as I find out more. So, wie haben wir in der ersten Staffel an diesem Aufzug rumprobiert? Und nichts hat sich bewegt. Jetzt endlich können wir mal schauen, was hier hinter sich verbergen soll. Was ist denn hier? Ach, Fässer. Jetzt ist nur die Frage, machst du denn hier jetzt, nicht, dass ich hier gleich wieder einen Kalender übersehen habe, aber baust du dir hier mal ein Shelter zum Speichern, oder? Weil den ganzen Weg jetzt nochmal und so gut wie es jetzt gelaufen ist. Das ist ja blöd. Geht doch nie wieder so hin. Da
sind nochmal ganz viele Bananen, aber du hast eigentlich eine Arsch voll Zeug dabei. Wir folgen mal dem Weg. Komm. Dem soll's werden. Was gehört? Was ist das? Ein Tukan. Ohne Ende Federn. Cool. Ach. Du hast es aber schnell erkannt. Ich wusste das noch nicht. Mia, you're not gonna believe this. Looks like I found an illegal gold mine. The jungle is full of surprises. Anything of interest there? I'll let you know. Kann ich nur nicht sagen, ob es hier was Interessantes gibt. Soweit sind wir hier noch nicht. Oh, hier das alte wackelige Ding hier mal runterlatschen. Ja. Ich hoffe, hier wohnt keiner. Da ist ein Strahler. Den hätte ich auch gerne mal für meine Base gehabt. Zeig ich mal die Map her. Was haben wir denn jetzt alles entdeckt? Einmal die Höhle, den Aufzug und die ja, Goldmine wohl. Ach, Gott sei Dank, es gibt Fortschritt. Ich habe gedacht, ich müsste auf ewig durch den Dschungel irren. Tut mir leid, Leute, aber ne? Ich hoffe, ihr wisst nicht, wie es ohne Orientierung ist. Und damit leben muss. Gut, lass mal bei der Hütten da oben schauen. Es sieht nicht so aus, als wäre jetzt irgendwer hier. Da eine Schaufel finde, grabe ich noch mal ein bisschen nach Gold. Muss hier drum rumlatschen? Oder kommst du hier auch irgendwo raus? Hier kannst du mal hoch. Snack, O-Saft, Matratzen zum Schlafen. Was jetzt noch richtig geil wäre, wäre was zum Speichern. Tut ja erstmal noch nichts. Gucke vielleicht nochmal noch eine Tasche, leere Dosen. Meine Herren, hier ist so richtig. Kannst ja richtig was abräumen. Ich möchte jetzt gern erst wissen, ob ich nochmal schnell los muss und muss mir ein Shelter bauen. Hier ist ein Kalender. Von hier speichern. So schnell wie möglich, bitte. Okay, dann würde ich trotzdem sagen, wir versuchen mal hier uns ein kleines Feuerchen zu machen. Oh, schon bist du wieder überladen. Wenn es hier irgendwo ein trockenes Eckchen gibt, ne? Hier drinnen kannst du bestimmt nicht. Und dann suchen wir mal alles ganz genau ab und schauen uns hier mal um. Aber Feuer muss ich jetzt erst nochmal anwerfen, wenn es geht. Naja, gut, hier geht es natürlich nicht. Ist hier überdacht? Nee. Hier ist vielleicht ein bisschen überdacht. Kann ich hier eins hinbauen? Nee. Ich glaube, das lässt er mir nicht durchgehen, ne? Scheiße. Hier so, geht das noch, oder? Wahrscheinlich nicht. Ich probiere es aber einfach mal aus. Bevor ich nicht mehr genug Energie habe. Scheiße, kein trockenes Blatt dabei. Hier, dann musst du das Ding hier mal umhauen.
Das ist doch ein trockenes hier. Jo. Sollte ich mir unbedingt mal zwei, drei wieder von in die Tasche stecken. Gibt's ja wohl nicht. Wo ist denn das Feuer jetzt? Ja. Zwei Schalen haben wir auch noch dabei. Sehr gut. Könnte ich mir auch ein bisschen was... Oh nein, nicht mehr genug Energie. Ey, ich hätte gedacht, das reicht. Aber 100 pro. Sieh bloß zu, dass du mir jetzt hier nur ein trockenes Blatt gibst. Hier ist noch eins. Nein, 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 nein. Guck mal, ob du nur irgendwas hast, was du essen kannst, was dir ein bisschen Energie bringt. Sonst muss ich mir erst hinlegen. Hier sind doch bestimmt ein paar. Geistige Gesundheit, Energie. So. Bisschen Fett. Trotzdem knapp, ne? So, mehr hast du nicht, ne? Schokoriegel bringt anscheinend nur geistige Gesundheit. Da haben wir auch ein paar von. Ich muss dringend mal mein Inventar aufräumen. Sag mal, habe ich jetzt Glück, dass es reicht, oder muss ich gleich noch einen? Sehr gut. Hat gereicht. Ich hätte mich gerne hier nochmal. So. Ja, mach nochmal bitte eine Schale hin. Ja. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen Wasser holen. Dann können wir uns erstmal ein bisschen was abköcheln. Krabbt schon wieder so ein aller Frosch rum. War hier nicht irgendwo Wasser? Ist es schon wieder ein bisschen duster? Weißt du, so nicht, hier war kein Wasser. Dann grill dir mal das Fleisch erstmal so durch. Jetzt, wo das Feuer gerade brennt, ich habe Angst, dass es dann doch noch ausgeht, wenn es regnet. Finde ich jetzt nicht so witzig. So, was sagt er denn? Der Wecker. Proteine brauchst du nämlich. Feuer wird noch eine Weile brennen. Das heißt, wir könnten uns hier irgendwo mal auf eine Matratze hauen. Wo waren denn das? Hier? Ich glaube hier, ne? Mensch, du bist aber auch unsportlich. Ach, dein Fleisch verbrennt. Nimm das bitte nochmal vorher vom Feuer, bevor du dich schlafen legst. Sehr gut. Naja, 12 Proteine ist jetzt auch nicht gerade der Hammer. Somit hauen wir uns gleich doch nochmal so ein Schweinchen in den Kopf. Leg nochmal einen Stock nach. Dann sollte es aber eigentlich reichen bis morgen früh. Uns hier nochmal akkurat umsehen können. So. Oder du holst hier nochmal so einen Adler vom Himmel hier. Mit deinem Speer. Im gekonnten Speerwurf quasi. Bin mal gespannt, ob das hinhaut. Was ist das denn hier? Eine rostige Machete steckt hier in der Wand. Die wird morgen früh da auch noch hängen. Wir machen uns erstmal ein bisschen hell hier. Ja, genau.
Morgens um 4, das wird noch nicht ganz reichen. Da muss ich sogar noch mal... Ach komm, wir schlafen uns mal richtig aus. Um 6 stehen wir auf. So. Dann sehen wir zumindest schon mal ein bisschen was. Einmal Snack kann ich sogar mitnehmen. Ich bin erstaunt. Müsste unbedingt mal, bevor ich jetzt hier dick alles einsammle, mal runter zum Wasser. Nur die Machete, die hätte ich natürlich gerne. Nimm mal das Knochenmesser mit. Dann kannst du dir die Machete einstecken. Dankeschön. Endlich mal eine Machete. So, Trockenfleisch. Kein Platz mehr. Welch Wunder. Geh mal schnell runter zum Feuer. Das brennt nämlich noch. Sehr gut, trotz Regen. Ach, du hast den Topf wieder nicht hingestellt, ne? Du bist auch ein Depp. Dann zündern wir hier nochmal nach. Hä? Ist ja kaum verbraucht, das Feuer. Warum? Topf schmeißt du mal hier hin. Vielleicht regnet ein bisschen was rein. Ob hier irgendwo eine Pfütze ist, wo ich Wasser schöpfen könnte. Nee. Mann, es regnet zwar gerade. Hat sich hier nur... Ist natürlich nicht durch. Scheiße, hier gibt es kein Wasser, ne? Ich hoffe, der Topf regnet wenigstens voll. Ja. Wie wissen wir schon? 6. Das Feuer hat es natürlich auch ausgeregnet, ne? Ist ja klar. 1 geht nur. Müssen wir das gleich nochmal anmachen. Du hast doch, wo hast du denn hier diese Palme umgehauen? War doch gleich hier oben, oder? Dachte ich zumindest. So, was haben wir denn hier? Auch wieder Käfige. Gab es noch eine Nuss? Und ja, wir schauen uns jetzt erstmal hier die Gebäude an. Ah, hier ist noch ein trockenes Blatt. Kurz warten, sowieso warten, bis der Regen vorbei ist. In der Hoffnung, dass der mal... Ist vorbei, ne? Können wir das nochmal anzünden hier, bitte? Hey. Ich bin guter Hoffnung, dass es jetzt mal kurz ein bisschen regenfrei bleibt. Ich glaube, es donnert schon wieder. Gib dir schnell ein bisschen Wasser da drauf. Dann machst du dir nämlich mal hier so ein Palmherzsüppchen und ja, einfach nochmal eine Pilzsuppe oder was? Ja, ne? Zehn Energie, 40 Kohlenhydrate. Das sieht eigentlich gut aus. Haus mal weg. Pilzsüppchen auch. Banane zum Nachtisch. Wir brauchen ein bisschen Platz jetzt, wenn wir hier looten wollen. Ist da nicht noch so ein Riegel? Ja, hier ist da noch einer.
Also diese Riesenfrucht ist jetzt natürlich auch keine Hilfe, ne? So, wo fangen wir denn an? Yay! Der Wurfhaken. Mit dem soll es uns doch ein bisschen leichter machen, diese ollen Baumstämme mal hochzukraxeln. Sehr gut. So, ein neuer Tagebucheintrag, okay. Hier gibt es eine Notiz zu lesen. Wie es aussieht, mit Bezahlung für irgendwelche Angestellten, die in der Goldmine rumgeschürft haben. Was ist denn, habe ich denn jetzt eigentlich? Ne, Entschuldigung. Hier hängt er rum, ne? Benzinkanister ist jetzt aber weg. Habe ich den da gelassen? Noch eine Notiz. Fünfte Woche, wir haben endlich eine neue Pumpe. Leistet 60 Eimer pro Kopf. Das Team hat in 3 Tagen 150 Gramm gefunden. Ein Haufen Gold. Okay. 2 Männer weniger. Vergiftung 17 scheiß Gramm. Statt 150. Okay. Hier gibt es nichts. Alle sind krank. Die Maschine ist kaputt, alle sind tot. Oh. Leere Dose. Volle Dose. Ein Goldbeutel. Warte mal, wir lesen nochmal eben. Hier ist Tango. Ich habe den Stamm getroffen. Bin jetzt beim Kreis. Es ist im Blut. Kinder, die Kinder sind der Schlüssel. Habt ihr verstanden? Störung. Bin jetzt beim Kreis. Es ist im Blut. Kinder sind der Schlüssel. Okay. Den Goldbeutel noch mitnehmen. Lass mal mir erzählen, dass ich Gold gefunden habe. On a lighter note, I did find a pouch of gold. Tatsächlich. Really? That's what you're doing now? Looting? If only we had internet access, I would have been able to put it up for sale. And what would you do with all those millions? Yacht, Europa fliegen. Maybe you have an idea? It's your money too. I'd get a new car. Oh no. I'm not getting rid of my car. I've had that thing since high school, okay? Roxanne's been good to us. She saved us thousands of dollars. When we get back home, you're gonna have to apologize to her just for saying that. Oh, I love our wonderful old car. We go way back. It is a classic. Das alte Auto. Tja, mit der riesen Möhre hier im Inventar komme ich wahrscheinlich nicht mehr weit. Also vielleicht. Auf jeden Fall würde ich gern. War hier nicht ein O-Saft oder habe ich das geträumt schon wieder? Ne, eine leere Dose war hier. Habe ich nicht O-Saft gesehen oder? Hier ist auf jeden Fall einer in der Tasche. Nein, also den O-Saft, den brauche ich. Der geht. Das geht nicht. Hier, mach mal die Pilze hier. Warte. Hau die mal rein. Kannst jetzt auch den zweiten O-Saft hier nehmen. Mindestens. Kannst sogar noch einen mehr einpacken, wenn du noch einen findest. Leere Dose schleppe ich jetzt aber nicht mit mir rum. Ah, hier war ein O-Saft. Jawohl, 3 Stück. Nehme ich. Trockenfleisch kannst du jetzt wieder nicht mitnehmen. Ist es. Brauchst eh Proteine.
Das war's. Hier gab es eigentlich nur ein bisschen was zu futtern, ne? Steinklinge hast du hier hingeschmissen. Okay. So, hier war mal drin und hier waren wir drin. Bleibt noch da hinten die Butze. Ja, ja, klar, ist das Ding schon wieder aus, aber wenigstens kriegst du ein bisschen Wasser zusammen. Oh. Aus, als hätte jemand eine Bluttransfusion versucht. Ei! Looks like someone was attempting, blood transfusion here. There's a lot of it. On the chair and the floor. I doubt any of the patients actually survived. Why would they do that? I wish I knew. Or, on second thought, maybe I don't. Noch mehr Schmerzmittel. Kann ich das noch? Jo. Gruppe 1. Ah, Trembad, zwar der Strahlemann. Resita Almeida, Kind. Eine Blondine, Pickel gesehen. Wie man versucht zu merken, wer hier für ihn arbeitet, oder was? Militärration. Scheiße. Entschuldigung, aber jetzt habe ich hier... Muss ich erstmal ein bisschen Tetris spielen. Wie groß ist denn das blöde Teil? Und dann lass mal, schmeiß mal die Nüsse hier. Militärration hört sich so an, als würde sie sich lohnen. Ach komm, die ist aber auch ultra groß, oder? Hast jetzt schon einmal beim ganzen Tisch geschmissen. Jetzt kannst du sie aufnehmen. So. So. Ist ja locker noch die Nüsse hier rein, aber die unbekannte Frucht jetzt nicht mehr, ne? Kann man die auch so essen? Ja, sehr gut, gibt auch Energie. Dann würde ich jetzt, oh, den Tee konnte ich sogar noch mitnehmen. Gott sei Dank. Wäre ja blöd gewesen. So Leute, ich würde sagen, wir sind hier soweit durch. Die drei Gebäude haben wir abgesucht. Vielleicht schaue ich mich noch mal ein bisschen in der Umgebung um. Schmeiß zum 12. Mal mein Feuer an hier. Ach ja, siehst du, die unbekannte Frucht. Warte mal. Eine Sekunde. Ach, die habe ich jetzt gerade gegessen. Hätte sie mir jetzt glatt nochmal aufs Lagerfeuer geworfen, hätte ich hier so rausgezerrt. Ist aber wurscht. Dann würde ich sagen, ich speichere hier nochmal ab. Gott sei Dank haben wir jetzt mal ein bisschen was erreicht. Haben die Goldmine gefunden, den Jeep gelootet. Und, da hinten ist auch noch was. Da müssen wir auch noch mal gucken. Auf jeden Fall. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Freuen wir aufs nächste Mal. Green Hell mit euch. Macht's gut. Bis denne. Ciao, ciao.